Willkommen zur Wartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Tauchpumpen im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz haben wir der Einhell-Tauchpumpe. Mit einer Pumpleistung von 15.000 Litern pro Stunde und einer respektablen Förderhöhe von bis zu 10 Metern kann die Einhell 750 Watt Pumpe überzeugen. Damit kann sie überall als Klarwasserpumpe eingesetzt werden. Sie ist auch als Flachwasserpumpe einsetzbar und kann Wasser bis zu einer Tiefe von 2 mm fördern. Da der Schwimmerschalter in der Pumpe eingebaut ist, ist die Handhabung einfach. Mit einem Schieberegler lässt er sich beliebig oft wechseln. Trotz des Kunststoffgehäuses ist die Pumpe mit einem Gewicht von etwa 6 kg sehr leicht und insgesamt robust. Die Pumpe kann so eingestellt werden, dass sie sich bei einem Wasserstand von 12 cm automatisch einschaltet und bei nur 3 cm Wasserstand automatisch abschaltet. Um zu Nummer 4 haben wir der Amazon Brand. Der Typ UMI ist eine sehr kostengünstige Tauchpumpe, die für einfache Anwendungen sehr zu empfehlen ist. Die Pumpe besticht durch ihre hohe Dichtheit und eine respektable Leistung von 8000 Litern pro Stunde bei einer maximalen Förderhöhe von 5 Metern, obwohl sie etwas einfacher zu verarbeiten und nicht für den Dauereinsatz gedacht ist. Sie verfügt über einen stufenlos verstellbaren Schwimmerschalter, der auch eingestellt werden kann, sodass Sie die Pumpe zum Abpumpen von Wasser bis zu einem Wasserstand von 5 cm verwenden können. Zum Auspumpen von Schwimmbädern oder von Räumen mit Wasserschäden ist sie allerdings nicht geeignet. Der Motor verfügt über einen Temperaturschutz, das Kabel hat eine respektable Länge von 8 Metern und im Allgemeinen arbeitet sie recht zuverlässig. Sie eignet sich gut als Schmutzwasserpumpe, da Fremdkörper bis zu einem Durchmesser von 25 mm kein Problem darstellen. Bitte beachten Sie jedoch, dass im automatischen Modus der Wasserstand mindestens 50 cm betragen muss, bevor sie sich einschaltet. Auf Platz 3 haben wir der Gardena Comfort. Eine äußerst zuverlässige Flachwassertauchpumpe mit einer geringen Ansaughöhe von bis zu 1 mm ist die Gardena. Mit einer Leistung von 320 Watt erreicht sie eine Förderhöhe von 7 Metern und eine Fördermenge von bis zu 9000 Litern pro Stunde. Da der größte Korndurchmesser 5 mm beträgt, kann er auch bei geringfügig verschmutztem Wasser eingesetzt werden. Er verfügt über einen Aquasensor, einen thermischen Schutzschalter, einen Kondensatormotor, eine Edelstahlwelle und arbeitet leise und zuverlässig. Obwohl das Gehäuse aus Kunststoff besteht, ist es äußerst robust und kann aufgrund seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts von ca. 3,5 Kilo problemlos transportiert werden. Einzigartig ist sicherlich die Möglichkeit, die Ein- und Ausschalthüllen individuell zu verändern. Damit ist er perfekt für den Dauereinsatz geeignet. Die Handhabung ist sehr komfortabel, da ein Schwimmerschalter nicht notwendig ist. Um zu Nummer 2 haben wir der Einhell-Tauchpumpe. Die unkomplizierte und günstige Einhell-Tauchpumpe besticht durch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz ihres günstigen Preises beeindruckt sie mit 350 Watt Leistung, 8000 Litern pro Stunde, einer beachtlichen Förderhöhe von 7,5 Metern und einem 10 Meter langen Kabel. Er ist flach saugend bis zu einem Wasserstand von 1 mm und kann ab einem Wasserstand von 8 mm eingesetzt werden. Trotz des relativ einfachen Gehäuses sind die Dichtungen in der Regel sehr sauber, und dank des integrierten Rückschlagventils und des stufenlos einstellbaren Schwimmerschalters kann die Pumpe überall eingesetzt werden. Durch den zuverlässigen Tragegriff, die geringe Größe und das geringe Gewicht von ca. 3 kg lässt sie sich bequem transportieren. Da er jedoch nur sehr kleine Partikel durchlässt, ist er nicht für schmutziges Wasser geeignet. Außerdem kann er sich beim Pumpen unter verschiedenen Umständen so stark am Boden festsetzen, dass die Fördermenge nicht ganz erreicht wird, was ein weiteres Problem darstellt. Und schließlich Nummer 1 auf unserer Liste haben wir der Jung-Pumpen-Tauchpumpe. Als Testsieger konnte sich die beste Tauchpumpe für den universellen Bereich durchsetzen, die Jung-Tauchpumpe.
Mit einer Leistung von 0,32 Kilowatt und einem Fördervolumen von 6500 Litern kann diese solide Pumpe eine maximale Förderhöhe von 6 Metern liefern. Die Förderhöhe ist zwar ideal für den täglichen Einsatz, reicht aber sicher nicht für alle Anwendungen aus. Trotz ihres Kunststoffgehäuses ist sie sehr stark, solide und gut verarbeitet. Das Kabel ist 4 Meter lang. Radiale Wellendichtringe und eine wasserdichte, gegossene Kabeleinführung machen die Pumpe extrem sicher. Sie kann Wasser bis zu 40 Grad Celsius fördern, wiegt nur 3,4 Kilogramm und kann kontinuierlich an der Oberfläche eingesetzt werden. Hinzu kommt eine Flachabsaugung, die völlig trockenlaufsicher ist. Wie immer, die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.